Oder halt, warte mal kurz, eine Sache noch. Achso, du hörst mich ja. Wir sind heute in Schwerin im Audi-Zentrum. Wir wollen uns ein bisschen näher mit dem FC Mecklenburg-Schwerin beschäftigen. Wie Sie hören, ein bisschen Hintergrundmusik. Es ist hier eine halbe Stunde vor sieben. Um sieben geht es hier richtig los und die Plätze füllen sich auch schon. Wie ihr seht, Block trifft Ball bei der normalen Arbeitsvorbereitung. Die Kippe fehlt. Wir sind halt nicht Kevin Prinz Boateng. Was steht heute bei uns auf dem Dienstplan? Echt? Absolutes Highlight, ein Video-Interview mit Martin Pickenhagen. Hat ja 5 Jahre in Rostock gespielt. 4 Jahre beim HSV und für mich kriege ich die Nummer für meine Tante Marlies. Der Hintergrund, ihr wisst ja, ich bin Hansa-Fan, ich bin fußballbegeistert. Ich habe einen super Onkel, der hat es aber nur in die Oberliga geschafft. Ne? Und wie geil wäre das, einen Bundesliga-Torhüter als Onkel zu haben. Onkel Holger, alles Gute von mir an dieser Stelle. Und allgemein wollen wir dieses Flair in Schwerin aufsaugen. Im Hintergrund, ist in Schwerin was möglich? Kann Schwerin das neue Neustrelitz werden? Das Ding ist, wir sind hier in der Verbandsliga, in der 6. Liga und da spielt sich alles, wirklich alles in der Funktionärsebene auf ehrenamtlichem Gebiet ab. Also wir haben alle noch einen Zweitjob, also einen Hauptjob neben dem Fußball und es ist halt nicht so, dass wir, es gibt auch nicht dementsprechend ein Büro oder sowas, wo du halt sitzt, wie in höherklassigen Vereinen, sondern es ist viel improvisiert auch. Oder wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, die Strukturen sind halt noch nicht so da. Wohin und in welchem Zeitraum wollen Sie mit dem Club? Ja, möglichst schneller ganz oben, ne? Aber das sind ja immer viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Aber ich bin, ich habe es schon mal gesagt, ich bin ja nicht hier, um irgendwie die Verbandsliga zu verwalten. Also unser Ziel wird schon sein, im nächsten Jahr um den ersten Platz mitzuspielen und damit in die Oberliga aufzusteigen. Und dann aber schon im nächsten Jahr so eine stabile Truppe zu haben, um dann, wenn wir in der Oberliga sind, auch nicht in die Not zu kommen, direkt wieder abzusteigen. Also wir gucken schon ganz bewusst. Ich meine, viele wollen es nicht hören, die fühlen sich auch vielleicht ein bisschen überfallen, aber wir wollen schon möglichst schnell nach oben. Sie wurden ja vor einiger Zeit auch mal beim FC Hansa in Verbindung gebracht mit einer Position. Sehen Sie das vielleicht auch als Ausbildung jetzt nicht, also als Erfahrung sammeln, um mal vielleicht an der Warnow die Geschicke zu leiten? Ja gut, das wird die Zukunft letztendlich bringen. Ne? Also es ist richtig, dass ich habe ja Sportmanagement studiert und von daher weiß ich so ein bisschen, worum es geht. Und Schwerin ist einfach interessant, weil hier im Prinzip der Fußball so ein bisschen schläft. Und die Strukturen noch nicht so da sind, wie sie vielleicht da sein sollten. Und das alles so mal von der Pike auf mitzuentwickeln und zu entwickeln, ist einfach eine schöne Aufgabe. Ihr Teamkollege Timo Lang hat damals von Bochum berichtet, 1999, dass er vom Spiel zwar noch alles weiß, aber von der Party nicht mehr. Wie sieht es bei Ihnen aus? Das war natürlich ein richtig geiles Erlebnis. Also erstmal dieses Spiel an sich und den ganzen Emotionen. Und dann, ja, da sind halt alle Fesseln gefallen und wir haben Vollgas gegeben und dann, also abends an den Abend kann ich mir eigentlich auch nicht mehr so richtig erinnern und wir hatten ja alle unsere Frauen noch mit dabei und da, es war einfach eine riesen Party und alle waren extrem erleichtert und glücklich, dass man im Prinzip, wir waren ja abgeschrieben und man hat aus von null rauf ist man wieder aufgestanden und hat das Ding halt zurückgeholt nach Rostock, die 1. Liga gehalten und das war schon eine coole Sache. Was ist denn die größte Chance? Ist es der Sponsorenpool, der da ist? Ist die Fußballnachfrage da? Ist eine Chance vielleicht, dass die TSG Neustrelitz vormacht, wie es geht und dass man sieht, oh, da machen es ja welche vor aus einem ähnlichen Gebiet? Die TSG macht natürlich, sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Wieder Tommy da als Trainer macht einen sehr, sehr guten Job, stehen auf Platz 1. Und Schwerin ist einfach von seinem Umfeld her interessant. Du hast schon gesagt gerade, dass das wirtschaftlich doch hier einiges los ist. Wir haben hier in der Stadt mit dem Handball und dem Volleyball natürlich 2 Konkurrenzsportarten, sage ich mal. Aber die haben es vorgemacht, dass man auch in Schwerin höherklassig spielen kann. Und ich denke mal, dass hier unheimlich viel Potenzial drin steckt. Man hat ein relativ großes Einzugsgebiet und kann eigentlich was entwickeln mit den richtigen Leuten, die hier, denke ich mal, am Start sind, im guten Team. Und das wollen wir halt versuchen.